Hallöchen Leute von heute, schön, dass ihr am Stüssel seid. Jetzt ist es mal endlich soweit, jetzt werde ich eure Fragen endlich mal beantworten. Hat etwas länger gedauert, aber gut, jetzt ist es soweit, jetzt werde ich eure Fragen beantworten. Dann würde ich mal sagen, jetzt drehe ich erstmal die Kamera um, damit ihr seht, wo ich genauer bin. So, da bin ich mal wieder. Die Location kennt ihr mit Sicherheit. Haha, gut, jetzt gehe ich mal wieder hier hinten ein bisschen rum, wandern. Diesmal werde ich nicht über das Feuerwerk allgemein sprechen, aktueller Stand, wie das letztes Mal, sondern wie gesagt, die Fragen von euch werde ich beantworten. So, dann würde ich mal sagen, legen wir mal los. Ich sage mit dem ältesten Kommentar, fang mal an, bis zum neuesten. Los geht's mit Bastian Fireman. Geht es dir mittlerweile so gut wie vorher? Ja, mir geht es im Ganzen jetzt wieder so gut wie vorher. Das in der Situation, wo ich wirklich seelisch wirklich am Ende war und da gesagt habe mit Livestream, dass ich das erst einmal nicht mehr machen werde. Das ist weg. Jetzt mal wieder so gut wie vorher. Und jetzt bin ich jetzt etwas mehr erkältet. Schnupfen, huste auch ab und zu mal. Ist ein bisschen blöd. Aber war ja klar, dass es auch mir jetzt endlich mal trifft. Leider. Warum sage ich endlich? Also leider. Ist halt so. Aber ansonsten geht es mir so gut wie vorher. So, weiter geht's mit Pausula. Ja, Pausula. Und zwar, hast du schon mal selber Pizza gebacken? Ja, hab ich. Das war aber ein bisschen länger her, deswegen wird es auf jeden Fall mal Zeit, das mal wieder zu machen. Ja, halt Salami-Pizza, ey. Ist ganz Standard. Gut, dann geht's weiter mit Pyromark-Konsort. Hast du nächstes Jahr wieder QA-Videos? Ja, ist in Planung. Und ja, wenn ihr halt mich ohne Maske sehen wollt, dann erstmal die 500 Abos vollbringen. Ansonsten müsst ihr weiter mit mir ohne, beziehungsweise mit Maske klarkommen. Ha! Gut, nächste Frage. Pyromark-Konsort wieder. Hast du mal eine Nicht-Lachen-Challenge? Ja, das ist ein bisschen blöd mit der Maske, ne? Ihr seht das ja gar nicht, ob ich wirklich grinse und lache und so. Das ist schwer, das Ganze umzusetzen. Aber wie gesagt, bei 500 ohne Maske, da wäre es machbar dann auch. Oh, schön. Schön viel Schnee hier bei mir auf jeden Fall. Richtig geil. Also, es ist kalt. Mein lieber Scholli. Aber gut, weiter geht's. Wieder Pyromark-Konsort und so. Denkst du, dass dieses Semester wieder ganz normal sein wird, ohne Verbote? Ja, es auch sieht sehr, sehr gut aus. Es wird genauso sein werden wie 2018, 2019, beziehungsweise 19, 20 letztes Mal. Sieht es jetzt richtig gut aus. Stand, dass, wo ich das Video gedreht habe, war der 13.12. Da musste ich noch bis zum 16.12. noch hoffen, weil da es vielleicht noch etwas ändern könnte. Aber ich sehe da keinen Zweifel. Und ja, da jetzt auch wirklich kein, ja, Gegenargument, die da entspricht mit Verkauf vom Feuerwerk. Also ja, sieht es eigentlich safe aus. Und wenn da nichts passiert am 16.12., dann freue ich mich so richtig. Gut, dann jetzt weiter. Haha, Pyro hat gefragt, welche Stadt findest du schöner, Erfurt oder Heidelberg? Schwere Frage, ich war noch nicht einmal in Heidelberg gewesen, ich war in Erfurt gewesen. Wirklich eine sehr schöne Stadt, vor allem im Innenstadtbereich, mit der Domplatz und so. Wirklich sehr schöne Viertel, muss ich sagen. Ja, Heidelberg müsste ich auch mal erkunden ein bisschen. Aber es ist ein bisschen auch weit weg, das ist ein bisschen blöd hier. Ich im Osten und Heidelberg liegt im Südwesten Deutschlands. Gut, Thomas Pufande hat gefragt, Rosenkohl oder Blumenkohl? Wenn es Messen geht und so weiter, entscheide ich mich für Blumenkohl. Rosenkohl habe ich früher mal nicht so gemocht, aber esse ich auch zurzeit gern. Aber wenn ich mich entscheiden muss, dann Blumenkohl. Gut, wieder Thomas Pyrofander. Und zwar, machst du wieder ein eigenes Feuerwerk zu Laternenfest? Also wenn es ums Computerspiel geht, ist in Planung, ob ich das auch wirklich machen werde. Also das Ganze umsetzen werde, weiß ich noch nicht. Ja, mal schauen. Gut. Wieder Thomas Pyrofander. Und zwar, würdest du gerne richtig große Kugelbomben in echt sehen? Habe ich auch schon gesehen, Leipziger Kleinmesse. Solche großen Kugelbomben habe ich schon gesehen. Das ist wirklich heftig. Was für Kaliber da hochgeschossen werden, ist einfach geil. Gut, weiter geht's. Auch wieder Thomas Pyrofander. Du hast ja auch einige Fragen gestellt wieder. Ich habe von jemandem erfahren, dass du keine Tomaten magst. Stimmt das? Ja, ich würde schon wissen, von wem du das her hast. Auf jeden Fall, das stimmt tatsächlich. Ich mag überhaupt keine Tomaten. Keine Ahnung warum. Ist ein bisschen komisch. Ketchup und so geht klar. Aber Tomaten hoch, normal, irgendwie gar nicht. Verträge ich nicht so gut. Hä? Naja, komisch. Das muss keiner von euch verstehen. Gut, Cat Pyro hat gefragt, wirst du in der Zukunft auch mal Vlogs drehen? Ist in Planung. Ja, seht mich ja jetzt zur Zeit mittlerweile öfters.
Deswegen sieht es auch ganz gut aus, dass ich dann in der kommenden Zeit mit Sicherheit auch einen oder anderen Vlog vielleicht noch drehen werde. Mal schauen, mal schauen. Gut, nächste Frage ist diesmal von Pyoratte. Welches Handy benutzt du zum Filmen? Ist Samsung Galaxy A13, habe ich seit Sommer dieses Jahr bestellt. Und ich bin damit ganz zufrieden, den Aufnahmen. Gut, nochmal Pyoratte. Und zwar, habe dich noch nie mit Haaren gesehen. Wann nimmst du die Mütze ab? Damit musst du erstmal klarkommen weiter, dass ich Mütze tragen werde. Tja, nee. Wird weiter aufbleiben, auch im Sommer. Und ich kann dir schon klar sagen, ich habe keine Glatze. Sage ich dir schon mal vorab. Hast du was von Bernd gehört? Fragt Bengalu Dennis FW. Nee, schon lange nicht mehr. Aber ich weiß, dass der zuletzt irgendwie sich bei mir entschuldigt hat irgendwie. Aber seitdem hat er sich ja nicht mal bei mir gemeldet. Keine Ahnung. Aber ich bin froh, dass er sich nicht mehr meldet. So, dann Bengalu Dennis FW wieder. Kennst du Sascha Huber? Ja, den kenne ich. Ist ein korrekter YouTuber. Ist ein Österreicher. Und den feiere ich wirklich. Seine Art und Weise wirklich. Gut, dann wieder Bengalu Dennis FW fragt, planst du für dieses Silvester ein eigenes, echtes Silvesterfeuerwerk .0 Uhr? Nein, aber so der Richtung eigenes Silvesterfeuerwerk ist bei mir in Planung, allerdings nicht .0 Uhr, sondern viel früher. Und zwar das Ganze werde ich alles F1 machen und mit Musik ein bisschen kombinieren und Wasserballons, also normale Ballons sind auch mit dabei. Ich werde das Ganze alles frei Hand zünden, das ist schwer, das Ganze so umzusetzen mit Musik-Timing her, das ist ein bisschen blöd. Deswegen versuche ich das Ganze mit Ballons ein bisschen zu komponieren, das Ganze synchronisieren. Wird ein bisschen komisch sein, aber ja, ist auch mal was anderes. Und das alles F1 dann auch. Gut, dann Laura Thielich da hat gefragt, bist du Single? Ja, ich bin Single, gebe ich zu. Ich bin aber auch zurzeit nicht auf der Suche nach einem Freundin bislang. Aber ich hatte schon eine Freundin gehabt früher. Dazu will ich aber jetzt nicht viel dazu sagen, aber jetzt bin ich auch weiterhin Single und jetzt ist bei mir erstmal Arbeit und so. Das Ganze erstmal viel wichtiger und danach das alles andere danach. Gut, ist nur meine Meinung. Dann Fireworker Ben 2021 hat gefragt, magst du Fremdsprachen können? Ja, also zu können, naja, sag ich mal so, Fremdsprachen ist selber für mich nicht meins. Ja, selbst Englisch bin ich nicht so gut drin, deswegen, ja, ich weiß nicht. Wäre schön, wenn ich das einmal auf alle Fremdsprachen. Also, du magst diese Fragestellung. Ja, wie gesagt, wäre geil, wenn ich einfach mal alle Fremdsprachen könnte auf einmal. Aber das wird nicht der Fall sein. Dann nächste Frage, diesmal von Marco Zuspo Rossi. Ja, geil. Was hast du vor, am meisten zu holen im Bereich Feuerwerk? Bei mir sind auf jeden Fall größt viele, viele Bombenrohre auf meiner Liste auf jeden Fall. Böller am wenigsten, aber dafür auch wiederum viel mehr Batterien. Raketen auch eher weniger. Aber mal schauen, was für ein Raketenset ich holen werde. Oder zwei, keine Ahnung. Mal schauen. Das wird sich zeigen, dann, wenn das soweit ist mit der F2-Feuerwerk-Einkaufstour. Aber viele Bob-Rohre sind bei mir auf jeden Fall dabei. Das wird geil, sag ich euch schon mal vorab. Dann wieder mal kurz das Borussia fragt, was denkst du, wer wird Weltmeister? Ja, wenn es ein Gatter, ja, stimmt, ja. Ist so, ich bin schon froh, dass Deutschland rausgeflogen ist. Ist das auch schon länger jetzt her? Und ja, ich kenn's. Ja, ich hab mal sozusagen Tipps und so gemacht mit WM, die Ergebnisse und so weiter. Und ja, nur die Vorrunden. Aber ich denke mal, also jetzt ist Kroatien weiter, Frankreich ist weiter, das weiß ich, Argentinien ist weiter und noch ein anderer. Ach, Marokko ist auch noch weiter. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich Argentinien sein. Die werden wahrscheinlich Weltmeister. Aber ich hoffe, beziehungsweise ich drücke für Kroatien am meisten die Daumen, dass die Weltmeister werden. Aber ich hoffe nur nicht, dass es Frankreich wird. Da bin ich dagegen. Gut, dann nächste Frage. Pyroknall Moritz hat gefragt, würdest du als BVB-Fan in der Zukunft nach Dortmund ziehen? Nein, das ist bei mir nicht der Fall. Ich würde nicht nach Dortmund ziehen. Das ist mir zu weit von meiner Heimat entfernt. Ich will da jetzt nicht so weit auswandern, auch wenn es noch in Deutschland ist. Aber ich würde auf jeden Fall im Osten bleiben, trotz BVB-Fan. Aber ich würde auf jeden Fall mal nach Dortmund fahren, die Stadt allgemein anschauen und halt das Stadion auch mal da mein Spiel anschauen. Das wäre so geil. Das Stadion ist schon allgemein so groß mit so vielen Plätzen, ey. Heftig. Das wäre geil. Gut, wieder Pyroknall Moritz hat gefragt, wenn F2-Feuerwerk verkauft wird, in welchen Discounter gehst du? Ja, in vielen Discountern gehe ich auf jeden Fall. Bei mir ist der erste halt Norma.
klar, alleine wegen die Quirkling Balls, der Monster Burner, dann die Ringraketen und noch ein paar andere, noch kleinere Batterien. Also sind tolle Sachen da dabei. Ja, nicht Lidl. Also zu Lidl gehe ich auch, allerdings nicht als erster Halt. Zweiter Halt ist dann bei mir Sonderpreis Baumarkt. Dritter Halt, ja, mag den dann sozusagen. Ist es nicht ganz safe, ob ich dann zu Lidl gehe oder zu Aldi eher. Lidl hat mich tatsächlich doch ein bisschen mehr enttäuscht laut dem Prospekt. Allerdings haben die anderen YouTuber schon gesagt, dass das dann deutschlandweit erhältlich ist. Das, was sie hier sozusagen veröffentlicht haben, wie das Prospekt, ja, rausgekommen ist. Weil es sollte irgendwie noch sogar auch Nico-Feuerwerkssachen noch geben und noch ein paar andere, ja, Artikel, die hier nicht eingeblendet sind. Naja, schade, schade. Und es sind einige Sachen teurer geworden, muss ich sagen. Ist auch sehr schade. Zum Beispiel Sonnenspektakel wollte ich eigentlich holen für 3,99, aber jetzt für 4,99 würde ich sie tatsächlich gar nicht holen. Da hole ich mir das hier von Thomas Philipp, da würde ich auch hinfahren. Da gibt es auch so ein Leuchtfeuerwerkset für 2,98 €. Dann hole ich das lieber zweimal als Leuchtspektakel, die schon so oder so sehr schwach, also sehr stark nachgelassen hat. Und das dort so, das mache ich nicht. Gut, und letzte Frage schon. Hulmesse Bastian, okay, hat gefragt, duschst du lieber oder badest lieber? Boah, gute Frage. Ich tue beides sehr gerne. Früher als Kind baden, ja, aber jetzt zur Zeit auch mehr duschen. Geht eigentlich ein ganz schneller und ja. Ja, ist oder so wassersparend ein bisschen. Naja, aber so oder so generell mache ich das auch eher lieber, zu duschen als zu baden. Aber auch das mache ich manchmal noch. Dann, ach, haben wir noch eine Frage. Aber dann war es das wirklich. Und zwar, nochmal, Hulmesse Bastian hat gefragt, was isst du zum Frühstück? Du Mäuschen, alles klar. Vielleicht Käse? Nein. Nee. An deinen Kopf ich als oder? Mäuschen esse überhaupt nicht gerne Käse. Sehr, 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 sehr komisch. Maus, würde ich jetzt sagen. Also es ist so, ich esse ein oder andere Mal woanders schon mit gerne Käse. Zum Beispiel bei Pizza esse ich mit Käse oder Frischkäse, bei bestimmten Suppen oder Nudeln mit Käsesoße. Das esse ich tatsächlich, aber so halt wie zum Beispiel nur Freikäse oder Brot mit Käse oder sowas, da bin ich raus. Das ist auch ein bisschen komisch bei mir. Ich gebe mich ehrlich zu, aber ich esse es schon. Verträge ich auf jeden Fall viel lieber als rohe Tomaten. Okay, das war's auch schon gewesen. Waren auch wieder ein paar Fragen dabei gewesen. Und ich hoffe mal, ich konnte euch alle damit weiterhelfen. Und ja, hoffentlich hat euch das Ganze gefallen. Lasst einen Daumen oben da. Ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall wieder ein Q&A Video hochladen, damit ihr dort wieder die Möglichkeit habt, mir Fragen zu stellen, hoffentlich bitte ohne Maske. Deswegen würde ich mich auf jeden Fall ein kostenloses Abo freuen, auf die Richtung 500. In diesem Sinne, haut da rein und macht's gut, Leute von heute.